So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Breakpoint. Marv und ich, wir sind wieder am Start und haben hier eine Mission in der Nähe, die Grenze überschreiten, mit Haruhi Ito sprechen. Oh, warte mal, hier ist ein Depot in der Nähe, warte. Das hole ich mir mal hin. Oder kannst du dir auch holen, das ist, warte mal, das müsste genau drauf sein. Wo ist denn das? Getarnt. Hast du's? Ja, da hast du's, ja. Bin dir. Kann es nur eine einsammeln? Ich glaube schon. Oder hast du eingesammelt? Ich habe eingesammelt. Ne, dann können wir beide einsammeln. Ah, cool. Okay. Ach, guck mal, wir haben hier auch hier unten so ein orangenes Ding wieder. Ja, das sehe ich. So ein extra Einsatz. Ja. Den würde ich. Sollen wir den vorher machen oder danach? Was meinst du? Lass den zuerst machen. Ja, instinktiv hätte ich auch gesagt, wir machen den zuerst. Bevor er weg ist. Bevor die Leute gehen. Man weiß hier ja nie. So, okay, dann ich mach mich mal hier weg und dann gucken wir. Ein Fiss, danke. Ich glaube, ich hab's geknackt. Sir Morrison. So, ich rede mit dir. Hallo, haben Sie keine Angst. Euer Einsatz, Revolutionshymne. Das war wirklich nett. Okay, neuer Einsatz. Zum Antares-Bezirk gelangen. Dies ist im Zentrum der Region Infinity, direkt westlich von Astrolabe Beach, südlich von Squirrel River. Okay. Machen wir doch erst den anderen Einsatz. Ja. Weil der gleich hier ist. Ja. Ich habe es mir nur schon mal angeheftet. Gib mir einfach Essen und zeig mir den Weg zur Action. Das ist die linke Seite nur voll mit angehefteten Dingen, ey. Gucken wir mal. Ach, sie. Okay, let's go. Alles in Ordnung? So ziemlich das genaue Gegenteil davon, Kampfmaschine. Wir haben unsere Aktivitäten verstärkt, Fahrzeuge gestohlen, geplündert. Aber wir waren nachlässig. Und jetzt greift Sentinel durch und hat angefangen, unsere Informanten hochzunehmen. Geht es um Ihre Quelle? Nennen Sie sie nicht so, sie ist... Sie hat einen Namen. Dr. Sigrid Bloom. Sie leitet das Krankenhaus von Aroa und Sentinel hat sie heute Morgen festgenommen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, wir wissen natürlich, dass sie... ihr sehr wichtig ist, ne? Also ja. Das Dritte. Sollen wir erstmal fragen, wie angreifbar sind wir? Ja, machen wir das. Wie angreifbar sind wir? Wie wichtig ist sie für ihre Operation? Ich kann... Wir dürfen sie nicht verlieren. Sehen Sie, ich habe hier das Sagen, aber Sigrid... Die Leute glauben an sie. Und ja, wenn Sentinel sie zum Reden bringt, sind wir nirgendwo mehr sicher. Wissen Sie, wo sie festgehalten wird? Wenn ich das wüsste, wäre schon ein Rettungsteam unterwegs. Und wer weiß es? Captain Anton Gibson. Er ist Sentinels Bluthund. Sein Job ist es, uns aufzuspüren. Keine Sorge, ich hole sie zurück. Eine Zelle von uns wartet in der Nähe und wird sie aufnehmen. Zurück nach Hause kann sie jedenfalls nicht. Sie wird ständig auf der Flucht sein, wie der Rest von uns. Hey. Dann gucken wir mal, dass wir den Bluthund kriegen. Aber hast du gesehen gehabt, bei ihr gab es noch einen zweiten Einsatz. Ja, ich glaube, sie hat auch mehrere in der Pipeline, dass wir da immer mal wieder hingehen können. Und ihr wurde ja auch angezeigt, dass ich sie auch zu diesem Treffen irgendwie hätte. Da hätte ich auch was anklicken können. Weiß aber nicht, ob das funktioniert hätte. Ja, ich denke, wir werden immer mal wieder hier zu ihr hingehen können, glaube ich. Aber wo müssen wir denn hin? Oh, in ein Gebiet, wo wir noch nie waren. Oh ne, das ist das. Oh, das ist das. Nein, mit Schulz will ich nicht reden. Ich bin woanders. Ursprung des Totem. Ey, wo ist das denn? Da? Find's nicht. Markiert. Ist das das?
Ich habe mich hier in Biwak teleportiert, zum Biwak teleportiert. Davon ist es nicht weit. Warte mal, ich muss ja das mal gucken. Ich bin völlig lost gerade. Restricted Area 101. Ach da, ja, ich hab nicht nach grün Ausschau gehalten. Ich mache da auch eine Schnellreise hin. Ich hole uns einen Heli. Ja, so, ich gehe auch einmal kurz in den Biwak. Ich mache mir einen EP-Boost. Biwak aufschlagen. So, da sitzen wir wieder. Vorbereitungen. Ressourcen, EP-Bonus. Zack. Das schreiben wir ins Buch rein, genau. Jetzt kriegen wir unseren Bonus. Ja. Also ich bin durch hier. Von wo aus können wir Ja, aufbrechen? das wäre schön, wenn das funktioniert. Schreib's in dein Buch einfach rein, Kontostand plus 5000. Dann hast du 1000 mehr. Also ein Buch hätte ich auch gerne. Jemand einfach nur EP-Bonus. Der geht dann. So. Du hast den Heli geholt, dann darfst du auch fliegen, wenn du willst. Du kannst auch fliegen, wenn du willst. Ja, soll ich? Ja, nicht, dass du es noch verlernst. Ja, das stimmt. Und wir haben ja auch in den letzten Folgen gesehen, dass du der ultimative Profi bist und eigentlich gar nicht mehr fliegen musst. Nee, brauche ich auch nicht. Ich hab's nicht nötig. Ja. Ich kann alles. Oh, hier. Tendenz, dass wir abgeschossen werden? Oh, hier ist sehr viel. Schuss gehört. Ach, sag bloße. Da wurde auf mich geschossen. Naja. Ich würde wahrscheinlich da zwischen landen. Ich würde wahrscheinlich hier landen. Können wir uns ein bisschen orientieren, weil hinter uns ist dann auch was. Oh, ich habe Termiten eingesammelt. Geil. Die wollte ich schon immer in der Hosentasche haben. Na gut, ein bisschen was ist hier sogar. Ja, ich höre wohl auch irgendwie Drohnen oder ein Auto oder sowas. Ja, Da ist ein Drohne. Auto, da ist eine Drohne. Ja. Hast du schon alles aufgedeckt? Da ist auch noch eine Drohne. Ja, ist alles aufgedeckt. Okay. Ja, ein bisschen was ist hier. Würde ich sagen, hier sind auch Zivilisten, muss er aufpassen, ja? Also nicht wild um dich ballern. Gut, dann würde ich sagen. Gehen wir rein, oder? Wollen wir die Gehen Drohne wir jetzt erstmal an. ausschalten, oder was? Hier sind ja zwei Drohnen. Ja. Könnte die eine hier. Zack, die ist schon mal down. Die andere ist da hinten. Die versteckt sich. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ich würd weiter runtergehen und die dann im Nahen killen. Weiß nicht, willst du Sniper? Ja, ich kann ein kleines bisschen snipen. Ich geh mal rein. Hier ist ja auch eine Waffenkiste. Hier sind ein paar Sachen. Hier die Kiste jetzt. Kannst auch umständlich machen, ja, mit der Kiste, aber also ich weiß ja nicht.
gut. Einmal hier hingehen, weil hier ist ein verstecktes Depot. Das wollen wir auch mal eben nehmen. Oder war ein legendärer Granatenwerfer drin? Ich glaub's ja nicht. Ich taste ihn. Ja. Ja, da ist das Auto und der Typ. Ich würde sagen, das Auto, das lassen wir erstmal in Ruhe, ne? Das zieht zu viel Aufmerksamkeit. Würde ich sagen, machen wir zum Schluss. Ja. Jo, die Drohne ist weg. Ich wollte gerade auf sie schießen. Hier waren noch viele unterirdisch. Weil das passt nicht ganz gut, wenn die sich jetzt alle nach und nach zeigen. Naja. Und die, die sich schön zeigen, die schnappe ich mir auch hier. Ich befrage den einmal. Ja, mach ich. Das ist das Auto. Oh wow, das Auto. Das steht halt genau bei mir. Und hat er dir was gesagt? Er ist in den Bergen. Okay, das ist gut. Aber wir räumen hier trotzdem auf, oder? Ja, wir räumen uns gleich alles, wenn wir mal hier sind. Hier sind auch noch viele Informationen, die wir hier kriegen können. Oh, ich werde gespottet. Was? Ich höre hier noch einen. Vielleicht kriegen wir noch mehr Infos. Wo ist Gibson? Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß, ehrlich. Okay, ich habe noch eine Information. Du oh. Drecksack. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass du da bist. Was hast du an dem Teil denn gemacht? Ich wollte es deaktivieren. Ach so. Ich dachte erst, das Auto hätte auf mich geschossen. Nee, ich dachte, du bist da einfach nur lang gelaufen, habe gar nicht mehr drauf geachtet. Ich dachte, du wolltest einfach nur sneaky dran vorbeirennen. Na, ja, schießt mich einfach ab. Ja, der größte Feind ist immer der engste Freund. Ja. Das kennen wir ja schon. Ja. Gerne hier rein. Ah, hier komme ich rein. Auto ist tot. Ja, sehr gut. Geh hier in diesen Turm rein, weil hier oben ist wohl irgendwas. Information. Ne, ein Fundstück. Fundstück. Die Kiste, die ist jetzt irgendwo anders. Wo ist die jetzt wieder? Ich bin nicht gut besser.
Fick dich, du Pisser, was ist das denn? Alter, Ausdruck. Kumpel, Ausdruck. Auch down die Drohne. Ja, hier. Ach da. Scharfschütze, okay, den schnapp ich mir mal. Aber den hätte ich eigentlich treffen müssen. Warum treffe ich den denn? Also okay. Der eine Schuss, der war gerade Absicht, um zu gucken, wo mein Schuss überhaupt hinfliegt, weil das sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Und hast du gesehen, dass du den so verzogen hast, dass es nicht an der Waffe lag, sondern an dir? Ja, so ungefähr. Erstmal eben hier gucken, ob ich hier alles habe. Ich habe da weiter unten schon ein paar noch gekillt. Oh, mir fehlt unten gut noch aus. Kiste. Ah ja, hier ist noch. Drei Sachen fehlen mir noch. So, erstmal gucken. Haben wir neue Handschuhe, sehr gut. Das öffnen wir. Die Waffe hier hast du schon, ja? Ja. Ah ja, gut, das ist eine Mündungsbremse. Achso. Oh, gratis Grundbesitz. Jetzt habe ich den Biwak gefunden. Hä? Das war die, weißt du noch? Wo du gesagt hast... Ja, ich erinnere mich. Die Kiste, die war ja auch noch. Dann könnte es sein, dass ich alles habe. Aber da weiß ich noch nicht. Ich habe alles. Oh. Die will ich nehmen. P90. Mal ganz kurz gucken. Ja, ich habe auch alles. Und mal einmal ganz kurz meine Waffe mal eben... einfärben. So. Mal im Eimer ganz kurz gucken, ob die... wir hier... ein Schalldämpfer. Perfekt. So. Mal gucken. Jawohl. Alles klar. Okay, wir können weiter. Bin Schütze, bin ich drin. Fahren Sie los. Achso, du... Achso. Hä? Hey, du bist gar nicht. Bist du als Fahrer eigentlich? Nee. Bist du Fahrer? Doch. Ah, warte, ich bin wieder ausgestiegen. Ich dachte, du wärst irgendwie an so eine Schützenposition reingegangen. Aber will die mitkommen? Ich weiß nicht. Hast du sie eingeladen? Nee, dann nicht. Nee, dann nicht. Genau, da müssen wir hin. Er ist im Sperrgebiet 01. Okay. Womit was kann ich denn hier schießen, oder? Ah, okay. Sollte vielleicht nicht auf unser Gebiet schon mal schießen. Nicht, dass du es noch verschreckst. Naja, ja, ich will dir nicht aufschrecken, die Leute. Verdächtiges Geräusch gehört. Ich glaube, das machst du schon alleine. Okay. Oh, da ist ein Panzer. Ist doch genau das Richtige für dich, oder nicht? Eigentlich ja. Du hast im Endeffekt ja eh jetzt schon alles aufgedeckt durch deine Fähigkeit, ne? Ja.
Ach, das Auto von unten spottet uns. Sollen wir die erledigen oder in Deckung gehen? Nein, die fahren weg. Okay. Die tun keinem was. Ja, alles klar. Ja, ich kriege, das ist jetzt der dritte Granatwerfer, den ich schon habe. Einmal legendär, dann selten, jetzt auf episch. Boah, nee, das wäre richtig weggestealt. Wollte Teamwork machen. Hol dir die ich hole mir die Informationen von dem. Gib du mir Deckung. Ich suche Captain Gibson. Sag mir, wie ich ihn finde. Ich weiß nicht mehr, als ich dir schon gesagt habe. Okay, Informationen habe ich. Gibson ist wohl anscheinend hier in dem. Da bin ich gespannt. Ja, ich auch. Komm ich hier hoch? Jawohl. Ich habe Gibson schon im Visier. Soll ich ihn töten? Ja, töte ihn einfach. Ich weiß nicht, ob. Ah, ne, wir müssen ihn verhören. Oh, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Oh, ich hatte seinen Kopf schon anvisiert. Oh, ho, ho, ho. Oh, 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 oh. Welcher von denen ist denn Gibson? Gibson ist der Grüne, der in dem Bunker da ist. Also der ist hier drin. In diesem großen Grün. Der hat auch den grünen Punkt drauf. Gut, dann räume ich hier erstmal kurz auf. Ja, die rennen alle raus und wollen den Panzer killen und ich sneake und kill die. Das ist eine gute Taktik. Hä, wo rennt ihr denn da unten hin? Seid ihr dumm? Alter, die Party ist hier oben. War etwas Legendäres gedroppt. Oh, ich bin bei Gibson aus Versehen. Wenn du ihn verhören kannst, dann verhör ihn ruhig, solange du halt nicht stirbst. Aber ich schmeiß eine Blendgranate auf ihn. Ich komm hoch. So, er läuft wieder weg. Ist er draußen? Auf einem weiten Feld oder was? Ja, der ist irgendwo draußen. Okay. Ja, er schießt auf mich. Okay, alles klar. Er ist auf mich fokussiert. Wenn du kommst, dann kannst du ihn vielleicht von hinten sneaken. Ja, aber ich glaube, wir werden dann sofort abgeschossen von den anderen. Da ist nur noch einer, dann kill den anderen. Vielleicht, okay, gut. Vielleicht kann ich ihn auch verarschen, indem ich hier um den Stein rumlaufe und ihn. Ich glaube, ich krieg ihn auch alleine hier. Kann ihn verarschen. Das wird richtig wehtun. Oder auch nicht. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Wir schießen ab. Nein! Nein, irgendjemand schießt auf mich. Ja, ich sehe ihn. Ja, ich bin tot. So, ich bin tot. Ja, er ist geblendet. Oh, ich hätte ihn fast neutralisiert. Ich muss ihn jetzt erstmal verhören. Ja, ja, mach ruhig. Hast du den Sniper gekillt? Ja. Okay, gut. Sag ihm, er soll schneller reden. Wie lange hast du noch? 15. Aber passt schon. Ein Konvoi bringt sie her. Okay, vielen Dank. Ja, ich wäre jetzt down. Ich könnte jetzt bei dir respawnen, aber ich bleib jetzt einfach liegen. Okay, Mist, ey. Wir haben den einen, den hätten wir, den habe ich übersehen, ey. Den Sniper, der. Ja, ich habe den auch nicht gesehen. Ich habe schießen hören, aber ich habe zu spät realisiert, von wo der schießt. Ja, vor allem im ersten Moment, im allerersten Moment habe ich gedacht, du wärst das.
Weil... Nein, Fire ist nicht erlaubt. Ja, eben. Ich dachte halt irgendwie, warum... Weil du vorher noch kurz gesagt hattest, ich schieß dann irgendwie so sinngemäß. Und, ja, keine Ahnung. Hier oben ist auch noch ein Sniper drin. Im Turm hier oben. Boah, hier ist alles voll von Fundstücken. Hat er falsch geworfen. Passt die so? Ach ja, ich bin zu hohl, einfach eine Granate in diesen Turm zu werfen. So. Tschüss, Kumpel. Sag einfach, der Charakter ist schuld. Nee. Alter, die Explosion war einfach völlig verzögert. Auf Fundstück. Sammeln wir erstmal jetzt alles ein hier. Okay. Oh. Hat sich denn hier so blöd vor diese Treppe gestellt, ey? Ich weiß es nicht. Das war der NPC. Echt? Aber auch. Oh, hier ist die Kiste. Ich habe noch nicht alles. Ich auch noch nicht. Ein Stück. Ich habe auch noch nicht. Skilltruhe. Hier hinten sind noch Sachen. Oh, was? Ich wurde von irgendwas gespottet. Ja, mich hat auch. Es ist irgendeine Maschine. Ja, von wo? Also sie hat mich jetzt gespottet, also wenn, dann soll sie jetzt auf mich schießen. Auch. Also ich schieße nicht. Wenn es kommt. Nein. Ach, wir brauchen Soldaten. Ach, hast du schon. Okay, sehr gut. Stell dir mal vor, die Soldaten würden einfach immer despawnen. Wie gemein das wäre. Das wäre frech. So, das haben wir auch. Und dann brauche ich noch da hinten eine Kiste und dann müsste ich eigentlich alles haben. Dann könnten... Das... Wahrscheinlich irgendwo weiter hinten, irgendwie so Flugabwehrdingen oder sowas. Was uns spottet und gerne töten würde, aber nicht kann. No. Ja, solange es nicht das Riesenflugzeug ist. Nee, zum Glück nicht. Hier schreit irgendwer rum. Da habe ich ja. Jetzt habe ich alles hier. Oh nee, ich habe noch eine Kiste nicht, wo eine Waffe drin ist. Ach hey, wo ist die denn? Angezeigt, die Kiste. Irgendwer schießt hier auf mich. Hier ist keine Kiste mehr. Also hier, wo ich bin, lag meine letzte Kiste, die mir noch gefehlt hat, die Waffe. Ja, es kann sein. In die Richtung wäre ich jetzt sowieso nochmal gegangen. Da, irgendwas hat mich schon wieder... Ach ja, da ist er. Ja. Da unten. Ach, da ist ein Verbündeter. Freund hier. Wenn der auf dich schießt, darfst du ihn ruhig abknallen. Aber nur wenn er auf dich schießt. Okay. Habe ich jetzt auch alles? Dann könnten wir jetzt... Der Konvoi ist sogar eigentlich in unserer Nähe. Ja, der kommt ja auch... Der soll ja hier auch herkommen. Aber ich würde sagen, wir fangen den vorher schon ab. Ja, würde ich auch sagen. Oh, ich bin durch den Berg gefallen, aber ich bin immer noch da. Renn mal hier runter, du siehst ja, wo ich lang laufe. Ich guck mal, ob ich den Weg abschneiden kann. Okay, wir dürfen ihn nicht zerstören. Nee, wir müssen ihn übernehmen. Das heißt, im Optimalfall töten wir die Fahrer. Ja.
Und übernehmen den. Genau. Ach. Läuft hier gerade so ein bisschen querfeld ein. Ach, der entfernt sich auch von mir. Okay, ich hab. Der fährt wahrscheinlich so einen riesen Bogen und ich bin gerade an so einer beschissenen Stelle angekommen. Ich gehe mal auf die Straße, von wo der auch gekommen ist. Vielleicht ist hier unten irgendwo ein Auto. So, ich muss nur noch für meine Klasse nur noch einen Benemod kaputt machen. Dann will ich einen Aufstieg kriegen. So, die fahren da hinten rum. Wie fahren die denn? Ja, die fahren die Hauptstraße da so lang. Okay. Ja, bin drin, kannst fahren. Ich muss erstmal gucken, wo sie sind. Dann versuche ich sie hier irgendwie abzupeilen. Ja. Hier an der Brücke oder was meinst du? Ja, genau. Mit Kanonen auf Spatzen schießen. Eigentlich können sie nur hier lang kommen. Ja. Da ist ein Auto, was vorab fährt. Ich weiß nicht, ob der in irgendeiner Art und Weise dazugehört oder ob der random da ist. Hier mal hinter dem Stein in Deckung. Ich sehe den Konvoi. Ja, auch. Wir müssen ja wahrscheinlich eh nur den großen Transporter übernehmen. Ja, aber wenn die anderen da mit ihren... Ja, ist egal, wir fangen an. Fahrer down. Der ist auch down. Down. Ah, sehr gut. Boah, damit habe ich nicht gerechnet. Ach, wir haben alle gekillt, nur nicht den Fahrer des Konvois, also des Hauptautos. Ja, schnell den Heli und hinterher. Ja, ich hab den Heli schon. Oh, der fährt da lang. Der wird. Bei meinem Glück fährt er jetzt hoch. Nein, fährt er nicht. Ich blockier die Straße hier. Oh, oder auch nicht. Boah, was? Alter, was war das denn? Boah, ich stürze ab. Nein, ich habe den Fahrer nicht killen können. Nein! Ja, unser Heli ist auch weg. Nein! So eine Kacke. So eine Scheiße.
Fahr ruhig hinterher, ich habe hier ein anderes Auto, ich komme nach. Leid, Sir, ich muss Ihr Auto nehmen. So ein Mist, ey, der kam ja frontal auf mich zu. Ich habe gezögert, weil ich nicht wusste, ob ich den deinen Vater killen kann oder so, oder nicht. Wie sieht's da bei dir aus? Ich bin dran. Er ist halt einen Kilometer von mir entfernt, was zum Teufel. Oh, du hast Damage gekriegt. Ja. Ist zerstört, zumindest das zweite Auto. Jetzt ist nur noch der LKW an sich. Okay. Da. Ja, ich sehe die Reste hier. Nimm die Verfolgung auf, ja? Ich schieße auf ihn. Aber also zerstör, schon ein bisschen zerstör ihn nicht. Kümmere dich drum. Ja, mach ich. Versuche ihn abzudrängen gleich von der Straße. Ich habe auch nicht die schnellste Karre, da ist das Problem. Stärker als ich. Nein! Boah. Oh ja, mit dem Moped kommst du aber, glaube ich, nicht gut voran gegen den. Ach nein. Oh nein. Weit gefahren. Nein, hier sind Drohnen. Es ist Benemod-Gebiet. Oh, ich musste abhauen. Die Drohnen verfolgen mich. In dem Drohnengebiet. Ich bin tot. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ach Junge, warum muss denn da ausgerechnet die... Warum muss mir auf der engsten Brücke wieder ein Auto entgegenkommen und darunter sind die ganzen Drohnen, die mich dann triggern und mein Auto lahmlegen? Ach boy, das ist wieder so eine Scheiße. Der Fahrer ist tot von dem Konvoi. Ja gut. Aber ja. Das ist wieder so eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen, genau. Ach, jetzt habe ich den Fahrer gewechselt. Oder er rollt einfach nur. Warte, ich komme und hol dich. Na, ich habe noch 15 Sekunden, dann kann ich bei dir spawnen, alles gut. Okay. Weil um mich rum sind die ganzen Drohnen. Die Gefahr, dass du stirbst, ist da. Dann lass ich es lieber sein. Naja, ja. Ah, mein. Ganze Strecke, alles. Bin ich denn jetzt gespawnt? Die ganze Strecke, alles in Ordnung. Und dann wieder auf dem engsten. Ich fahr in den Baum. Im engsten Raum kommt alles zusammen. Ja, Einsatzziel abgeschlossen, sehr gut. Dr. Blue musste mal kurz austreten. Kann ich was ausrichten? Ito schickt mich. Haruhi? Alter, was machst du da? Und
Fährst du gerade das Auto? Nennen Sie mich Agent. Nein. Mit dem Namen könnten Sie Ihre Eltern stehst bei mir oben drauf. Ersatz verklagen. Eigentlich habe ich ihn vom guten alten Onkel Sam. Und mit dem komme ich ganz gut klar. Ah, ja klar. Amerikanisches Militär, irgendeine Spezialeinheit undercover, nehme ich an. Danke, dass Sie gekommen sind. Es ist noch nicht vorbei. Geduld. Und? Wie hat die Krankenhauschefin von einer Waffenlieferung erfahren? Ich wusste, dass Sie das waren. Die ganze Insel redet über diese Aktion, seit die Lieferung verschwunden ist. Wozu macht man überhaupt Geheimoperationen, wenn man sie da nicht geheim halten kann? Was soll ich sagen? Ich bin halt eine Rampensau. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Was Sie nicht sagen? Kommen Sie. Sie wären überrascht, was man so mithören kann, wenn man ein Cocktailkleid trägt. Und was ist mit meiner Frage? Die haben Sie auch nie beantwortet. Was Sie nicht sagen? Hey, Agent Doppel-Null. Dr. Blum, was gibt's? Sigrid. Sigrid, was haben Sie auf dem Herzen? Nicht auf dem Herzen. Die Natur ruft. Keine Chance. Ich beeil mich auch. Es gibt doch Büsche auf der Insel, oder? Nein, wir sollten so schnell es geht unser Ziel erreichen. Und wo ist das? Sie haben es mir nicht gesagt. Und kann ich noch mal kurz nach Hause? Das ist vorbei, Doc. Ab jetzt sind Sie auf der Flucht. Das ist Ihnen klar, oder? Ja, schade. Ich habe da noch so ein Malnach-Zahlenbild, das ich unbedingt fertig machen wollte. Wir haben es gleich geschafft. Keine Sorge. Okay. Also bei mir stehst du auch... Ich muss ihn auch zum Treffpunkt bringen, das Auto. Ja. Du stehst bei mir auf dem Transporter drauf. Fährst du dieses Auto gerade? Ja, jetzt fahre ich es. Okay, du stehst bei mir auf dem Dach drauf. Ah, fährt der NPC. Ich möchte da nicht mitfahren, das ist mir ein bisschen suspekt. Alter, du stehst einfach da oben drauf. Nein, es ist auch runtergefallen. Er backt feste. Oh je. Was geschieht hier, Freunde? Okay, anhand der Kurve, die da gefahren wurde, sehe ich, dass du fährst. Aber du schießt doch gleichzeitig. Das sein? Ich schieße gar nicht bei mir. Warum stand denn dann da gerade verdächtiges Geräusch gehört in Klammern Mathmaker? Da haben die Feinde dich gehört. Vielleicht war es das Auto. Das kann gut sein. Die Mission, die war auf mehrere Art und Weisen irgendwie ein bisschen kacke. Ich habe auch noch einen dreckigen Rücken. Einsatzziel abgeschlossen. Ich rede mal mit dem Truppenanführer hier. Sind Sie mein Kontakt? Sie sehen aus wie eine Frau, die Freunde bis ganz unten hat. Das haben wir wohl gemeinsam. Ja. Holt Dr. Blum. Danke. Sie war die Erste, die sich gegen Skell aufgelehnt und seine Pläne durchschaut hat. Wir geben auf Sie Acht. Wie schön, Sie endlich mal persönlich kennenzulernen. Agent Doppel-Null. Gleichfalls. Und danke nochmal. Was wollen die von Ihnen? Sie nahmen mich mit, weil sie dachten, ich wüsste was über eine Lieutenant Becker, die verschwunden ist. Ich kenne sie, aber ich hatte keine Ahnung, dass sie weg ist. Und sie wusste nicht, dass ich zu den Outcasts gehöre. Jetzt sind Sie sicher. Tauchen Sie lieber erstmal ab. Ein Leben auf der Flucht? Nein, es gibt zu viel zu tun. Dann los. Eine Bitte. Ich werde Haro hier eine Weile nicht sehen können. Richten Sie ihr meinen Dank aus. Das tue ich gern. Ich glaube, die haben was miteinander. Wer weiß. So, gut. Was spottet mich denn da schon wieder? Hä, warum sind denn hier Feinde? Hä? Boah, Lerik. Warum sind denn... Hä, was ist das denn hier? Ach, sind hier denn die Gegner? Ja, ich weiß auch nicht. Was das jetzt hier auf einmal wieder war. Alter! Wir waren ja am Keks. Hier ist auf jeden Fall alles voll von Truhen auch. Ah, ja, ja.
Ich würde aber sagen, wir machen hier Folgenende und sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Und von hier planen wir dann unseren nächsten Streifzug. Also, das ist ein guter Plan. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.